Hallo liebe Schach960-Freunde, ich zeige euch noch eine interessante Partie zu dieser Ausgangsstellung aus der vierten Runde des Schach960-Festivals. Und zwar ist es die Partie von David Navarra gegen Boris Schatalbaschew. Zu einigen interessanten Eröffnungsideen habe ich ja im Video von letzter Woche schon Stellung genommen. David Navarra als Weißer begann hier seine Partie mit F4 und die Antwort von Boris Schatalbaschew war D7, D5. Weiß signalisiert also eine Entwicklung des Läufers in Richtung Königsflügel und Schwarz eine in Richtung Damenflügel. Ein interessanter asymmetrischer Kampf ist also zu erwarten. Dennoch möchte ich hier auch auf eine andere Fortsetzung noch einmal eingehen und das ist nach Springer F6 die Folge Läufer H4 und nun nach Springer G6 wäre Läufer F6 die konsequente Fortsetzung. Läufer G3 ist sicherlich nicht zu empfehlen. Nun sind beide Eckläufer durch die Leichtfiguren verstellt, was ein harmonisches Spiel sicherlich sehr erschwert. Nein, Läufer F6 und GF6 ist hier die interessante Fortsetzung. Und nun zum Beispiel C3 und es zeigt sich, dass die Idealaufstellung von Schwarz, die ja E6 und F5 wäre, nicht durchzusetzen ist. Denn auch auf E7, E6 kann Weiß schon F4, F5 selbst antworten. Es ist klar, dass man E schlägt F5 nicht so gerne spielt. Die Bauernstruktur ist ziemlich zerrüttet. Aber wenn der Springer zieht, dann kommen sogar Ideen wie F schlägt E6 nebst Dame H7 aufs Brett. Von daher ist die Frage, ob E6 überhaupt gut ist. Die Alternative wäre C6. Das ist auf alle Fälle solider. Es greift ja den Punkt F4 an und nach G3 D5. Das ist also ganz natürlich. Aber auch hier hat Weiß jetzt interessante Fortsetzungen zur Hand. Zum einen natürlich E4, was den Kampf ums Zentrum eröffnet. Aber auch Ideen wie F5 kommen natürlich in Frage, um den Springer auf E5 dann mit D4 zu vertreiben. Oder auch Dame F5 nebst Dame H5 und ein Bauernraub auf H7 ist eventuell sogar auch zu überlegen. Und selbst ruhige strategische Fortsetzungen wie ganz einfach Springer F3 erscheinen vernünftig. Denn der Läufer auf H8 steht zumindest im Moment gar nicht gut, denn auch ein Überführen des Läufers nach H6 bringt dem Schwarzen nicht viel. Dazu stehen die Bauern H2, G3 und F4 ideal. Natürlich ist es immer auch verantwortungsvoll, das Läuferpaar in so frühem Stadium zu geben, aber eben auch immer interessant. Wir kennen solche strategischen Ideen ja auch aus dem normalen Schach, wenn auf F6 oder C6 ein Läufer gegen den Springer getauscht wird. Kommen wir aber nun zur Partie zurück. Nach F4 und D5 ging es weiter mit G4 und das ist auch eine sehr interessante Fortsetzung, wie wir gleich sehen werden. Mit diesem Bauernpaar F4 und G4 möchten David Navarra natürlich einen auf E6, F6 oder G6 auftauchenden Springer sofort vertreiben und übers Brett jagen. Und tatsächlich hat Boris Schatalbaschew die Folgen so eines Springerzugs nicht richtig eingeschätzt. Er hat hier Springer E6 gezogen und es ging weiter mit F4, F5. Schauen wir uns die Alternativen an. Die da sind G6 natürlich, was früher oder später ja kommen muss, um den Läufer zu entwickeln. Spielt Weiß hier Läufer G3, dann könnte Springer F6 durchaus erfolgen, denn der Springer würde ja auf E4, wenn er vertrieben wird, sofort den Läufer befragen. Und das macht natürlich dann Sinn für Schwarz.
Nun, die Idee von Navarra war ja, den Springer F8 von E6 gleich zu vertreiben. Natürlich geht nicht Springer D7, weil der Bauer auf D5 hängt. Aber E7, E6, das ist zwar bescheiden wirkend, aber es ist vollkommen in Ordnung für Schwarz. Dieser Zug stützt das Zentrum, er deckt natürlich den Punkt D5, macht Platz für den Springer und bereitet eventuell eben auch Springer D7 vor. Spielt Weiß hier, Läufer G3, so kann auch wieder Springer F6 gut folgen. Nach Springer G3 allerdings ist der Bauer F4 schutzbedürftig und Schwarz könnte hier mit C5 sofort die Dame aktivieren. Der Bauer F4 ist angegriffen und müsste hier mit E3 gedeckt werden, was natürlich wiederum bedeutet, dass Weiß den Hebel E4 nicht bringen kann. Also hier sehen wir einige Feinheiten, die Boris Schattel-Barschew hier nicht richtig erkannt hat. So scheint es jedenfalls. Im Übrigen wäre auch C5 eine völlig vernünftige Fortsetzung. Läufer G3, was gefährlich aussieht wegen der Drohung F5, könnte Schwarz hier auch mit G6 beantworten und er hätte nach F5 das überraschende, aber völlig ausreichende Läufer E5 zur Hand. Kommen wir jetzt zur Partie. Nach Springer E6 ging es weiter mit F5 und dieser arme Springer wird jetzt übers Feld gejagt. Er geht nach C5, so hat Boris Schattel-Barschew sich das natürlich gedacht. Und er hofft, dass der Springer hier in Zentrumsnähe dann schon gut genug stehen würde. C3 war die Antwort, das überdeckt zunächst E4 und bereitet D4 vor. Nun kam G6 von Schwarz, das erscheint auch ganz plausibel, aber nun eben D4 und ja, der Springer muss nach A4, auch hier geht Springer D7 natürlich nicht wegen Läufer schlägt D5. Auf A4 allerdings ist der Springer definitiv im Abseits und leistet nicht viel. Weiß entwickelt seinen Königsflügel Springer E3 und die Stellung spielt sich bereits recht einfach für Weiß und ist auch tatsächlich schon recht gut. Der Bauer D5 ist wieder angegriffen. Es kam zu Springer B6. Ja, die einzige vernünftig aussehende Alternative wäre natürlich E6. C6 geht eben hier schon nicht wegen Läufer G3. Das ist auch eine wichtige Feinheit. Die schwarze Dame kommt nicht ins Spiel und E7, E5 geht natürlich nicht wegen F schlägt E6. Das ist ganz klar. Also hier wird schon deutlich, dass dem Schwarzen die Eröffnung nicht gut gelungen ist. E6 eben als Alternative bremst zwar die weißen Bauern am Königsflügel etwas, aber es tun sich auch Felderschwächen hier am Königsflügel auf. Hier wirkt die schwarze Bauernstellung schon ziemlich löchrig. Zum Beispiel wäre Läufer G3 hier eine plausible Fortsetzung. Und wenn Schwarz nun seinen Königsflügel entwickeln möchte, dann erscheint G schlägt F, G schlägt F und Springer F6 am plausibelsten. Aber Turm F1 ist hier eine einfache Antwort und hier sehen wir schon die Ideen von Weiß tauschen auf E6, Läufer H4 und so weiter. Das ist alles sehr, sehr gefährlich schon aus weißer Sicht. Die Fortsetzung in der Partie war Springer B6 und nun kam das starke G4, G5 und damit kann, wenn man sich es genau anschaut, praktisch der ganze Königsflügel von Schwarz nicht mehr vernünftig entwickelt werden. Das ist wirklich großartig, wie David Navarra erkannt hat, welch gefährliches Potenzial in diesem unscheinbaren Bauernpärchen hier steckt. Die Höchststrafe wäre natürlich nach E6 das Einschließen der beiden Leichtfiguren mit F5, F6. Das muss Schwarz auf alle Fälle verhindern.
Ja, und schaut genau hin, er hat hier keinen rechten Zug mit den Leichtfiguren. Er hat hier F6 gespielt und das muss mehr oder weniger auch kommen. Aber Weiß kann einfach mit Springer H3 fortsetzen. Er hat die Springer im Spiel, die Läufer haben prima Diagonalen und prima Perspektiven. Auch die Dame wirkt auf der langen Diagonale hier sehr gut mit. Es ist völlig klar, dass hier Weiß schon sehr, sehr gut steht. Läufer F7 und Läufer G3, auch das ganz natürlich. Läufer G7 und nun Springer F4. Navarra sucht hier die sofortige Entscheidung und hat sie wahrscheinlich auch schon entdeckt. Sonst hätte er höchstwahrscheinlich mit der G-Rochade auch noch den Turm D1 aktiviert, was auch nicht schlecht gewesen wäre. Aber Springer F4 greift direkt auf G6 an. Ja, und schaut genau hin, dieser Bauer auf G6 kann überhaupt nicht mehr geschützt werden. Es bleibt dem Schwarzen hier nicht viel anderes übrig, als das Unheil über sich ergehen zu lassen. Er hat hier F schlägt G5 gespielt. Und es ging natürlich weiter mit F schlägt G6 und H schlägt G6. Die Fortsetzung G schlägt F4, G schlägt F7, F schlägt G3 führt auch zu klarem Vorteil für Weiß. Am elegantesten wäre es hier wohl, wenn Weiß mit Dame F5 fortsetzt und nach Springer D7 mit Springer schlägt D5. Und die schwarze Stellung fällt in sich zusammen. Also hat Shatalbarshev H schlägt G6 hier an dieser Stelle gespielt. Wir sind wieder in der Partie. Und jetzt hier folgt ein weiterer hübscher taktischer Schlag. Und hier sehen wir, welch scharfes taktisches Auge hier David Navarra hat und wie er auch bereit ist, scharf zu spielen und sich nicht nur mit einem kleinen Vorteil zu begnügen, sondern er sucht, wie ich es schon gesagt habe, die sofortige Entscheidung. Und das ist hier Springer FD5. Das zertrümmert die schwarze Stellung und legt weitere Schwächen in der schwarzen Stellung frei. Springer D5, Läufer D5, Läufer schlägt D5 und nun eben Dame G6. Das war die Idee von Weiß. Er hat zwar eine Figur weniger, aber die schwarzen Figuren haben keinerlei Stützpunkte, alles wackelt und ist instabil und vergessen wir nicht, die schwarze Dame kann sich nicht entwickeln, weil der Läufer G3 so gut steht. Ja, spielt Schwarz hier zum Beispiel Läufer F6, dann kommt natürlich einfach Springer D5 nebst Dame G8. Schwarz hat hier B7, B6 gespielt in der Hoffnung, dass die Dame vielleicht doch noch schnell genug mit eingreifen kann, aber es kommt Springer schlägt D5 und nach Turm D5 gar nicht mal Dame G7, sondern natürlich Dame E6 Schach, was den Schwarzen zur sofortigen Aufgabe gezwungen hat, denn entweder fällt der Turm und das auch noch mit Schach oder nach Turm D7 fallen eben beide schwarzen Leichtfiguren am Königsflügel und dann hat Weiß ganz einfach eine Figur mehr. Ja, das war eine sehr starke Partie von David Navarra, der in diesem Turnier sehr einfallsreich gespielt hat. Er wurde auch von seinen Gegnern zum Most Creative Player des Turniers gewählt. Und er hat offenbar gespürt oder erkannt, dass er mit dem Vormarsch des F- und des G-Bauern in dieser Ausgangsstellung dem Schwarzen ernste Probleme schon in der Eröffnung stellen kann. Ja, und Boris Shatalbarshev, wie wir gesehen haben, hat es ja nicht geschafft, am Brett diese Probleme gleich zu lösen. Und das war's schon für heute. Es wurden noch viele andere interessante Partien beim Schach 960 Festival gespielt. Die nächste gibt es schon in einer Woche. Bis dahin also, ciao!